Im Sommer 2016 gaben sich Sila Shahin, 36, und ihr Mann Samuel Radlinger, 29, das Jawort, und bis heute sind die beiden ein perfekt eingespieltes Team. Die ehemalige GZSZ-Schauspielerin und der Fußballer sind nach wie vor unzertrennlich. Dafür nahm sie ihrem Gatten zuliebe sogar schon den einen oder anderen Umzug in Kauf. Zuletzt nach Österreich, wo sich die Schauspielerin zunächst nicht richtig wohlfühlte. Ob sich das mittlerweile geändert hat und was sie eigentlich von dem Begriff Spielerfrau hält, hat sie uns im Vipstagram oben im Video verraten. Familie Shahin Radlinger steht nur selten gemeinsam vor der Kamera. Er ist Kicker, sie ist Schauspielerin, damit sind sowohl Samuel als auch Sila das Rampenlicht gewöhnt. Dennoch geben sie gemeinsam nur selten Interviews. Für unseren Vipstagram-Talk macht das Paar nun aber eine Ausnahme. Unter anderem verrät der zweifache Papa, dass er es sehr zu schätzen weiß, dass seine Frau für ihn nicht nur einmal ihre Heimat Deutschland verlassen hat. Es ist natürlich schon ein großer Liebesbeweis. Klar hatten wir es in den letzten Jahren nicht wirklich einfach mit den ganzen Umzügen und so weiter. Wieder in eine neue Stadt, wieder neue Menschen kennenlernen, erklärt Samuel. Trotzdem bedeutet es ihm viel, dass seine Söhne jetzt in seiner Heimat und in der Nähe seiner Familie aufwachsen. Doch hören Sie einfach selbst, im Video.